Los geht's, ich mache die A, ich soll mir A, B, B, C anschauen und dann was machen. Also A, B ist gleich Spitze minus Fuß 0, 11, 0, minus, minus 0, 3, 0 ist 0, 8, 0. Und BC, genau. BC wieder Spitze minus Fuß, also B0, 11, 0, minus, minus, minus und C, hier habe ich jetzt minus, minus 8, 11, 0 und ich würde diesen Zwischenschritt immer machen, weil, also ich vertue mich sonst. Kleine Leistungsfehler ständig. 0, minus, minus 8 ist nämlich 8 und 0, 0, gut. Und jetzt senkrecht, da mache ich dieses A Skalar B. Wenn das 0 ist, weiß ich, dass die beiden senkrecht aufeinander sind. Also Skalarprodukt. 0, 8, 0, Skalar 8, 0, 0 ist gleich 0 mal, und jetzt geht es hier so, 0 mal 8 ist 0 plus 8 mal 0 ist 0 plus 0 mal 0 ist 0, ist 0, daraus folgt senkrecht, fertig, Hammer. Betrag, ja, der hat hier, also das hat die Länge 8, das hat die Länge 8, aber so zur Wiederholung, falls wir uns nicht sicher wären, es geht so, der Betrag von AB ist Wurzel aus und dann eben das Quadrat, das Quadrat, das Quadrat, also 0 Quadrat plus 8 Quadrat plus 0 Quadrat und das ist 8 und das ist das gleiche wie hier, fertig, haben wir. Jetzt kommt das bisschen hier sauber machen und die nächste Teilaufgabe. Gut, los geht's. B. Es ist ein Quadrat. Bestimmen Sie die Koordinaten von D und M. Also jetzt weiß ich, also ich weiß, das ist genauso lang wie das und ich habe einen rechten Winkel. Passt. Ja, und jetzt soll ich die Koordinaten von D bestimmen. Da ist jetzt wichtig, ich denke mir immer irgendwo einen, nehmen wir mal oben einen Nullpunkt. 0, 0, 0. Ist der hier irgendwo? Ist egal. Und ich gehe jetzt von 0 nach A und dann gehe ich nach D. Ja, und dieses AD, AD ist das gleiche wie BC. Fertig. Ja? Das heißt, D. Der Vektor von 0 nach d, also der Ortsvektor, der ist a, also 0a plus eigentlich ad, ich mache es ausführlich, ja, das ist eben a plus bc, bc, so, ist, und was haben wir denn? A, also der ist 030, 030 plus, was war jetzt der? Der war genau, der war 800. 800. Also der Ortsvektor von D ist 830. 830. Und der Punkt D, den schreibt man jetzt so. 830. Und fertig. D haben wir. M. M ist hier in der Mitte. Ja, also da laufe ich jetzt von A hier den. Ja, also ich laufe einhalb. Machen wir es langsam. So. M. Also der Vektor von 0 nach m ist, dann laufe ich jetzt erstmal nach a. Ja, ich könnte 0a schreiben oder a. Plus die Hälfte von ab. Ab plus die Hälfte von bc. Ist 030 plus 1/2. Das war 8, 080, 080 plus 1/2. 800 ist also 030 plus 040, 040 plus 400, 00 ist, dann hatten wir 470, 470 und eben der Punkt, ne, M hätte 470. Ja, und die Idee, also das ist die wichtige Zeile, alles andere, mein Gott, verrechnet man sich vielleicht. Oder auch nicht. Und nächstes. Schön radieren. Ja, speichert noch. Genau. Brauchen wir nicht. Gleich habe ich es. Weiter geht's. C.
Die rot gezeichneten Punkte sind jeweils Mittelpunkte der Grundflächen bzw. einer Kante. Bestimmen Sie eine Gleichung in Parameterform für jede eingezeichnete. Eine Gerade soll ich machen. Da mache ich jetzt mal nicht alle, sondern da mache ich zum Beispiel die Gerade H. So, und das ist die Mitte. Ja, und dann brauche ich erst einmal die Punkte und dann brauche ich die Geradengleichung. Und wenn ich die Gerade H habe, dann nehme ich jetzt mal, nehme ich hier, M gibt es auch schon, PQ, das nenne ich P. Der ist nämlich cool. Okay. Und P, ja, liegt auf der Hälfte von AS und ich muss halt immer bei 0 starten. Also ich gehe von 0 nach A, also nach A plus 1/2 AS. Ja. Und Q, das liegt da auf der, das heißt ich gehe nach C plus 1/2 CS. Gut. Und das tue ich jetzt nicht. Ja? Also da bin ich jetzt, da kriege ich jetzt irgendwelche Punkte und weil das kriegt er hin. Und die Gerade H ist gleich Doppelpunkt. So. Aufpassen. Ein bisschen sauberer machen. Also H ist eine Gerade. H Doppelpunkt X ist gleich. Da brauche ich einen Aufpunkt, dann nehme ich P, aber ich könnte genauso gut, ja, H Doppelpunkt X ist gleich das Q nehmen als Aufpunkt. Plus Lambda mal, nun ja, dann nehme ich PQ. PQ. Und ich könnte genauso gut μ mal Q P machen, das wäre genau. Oder 3 mal PQ und so. Klammern, das ist nur, und das ist die Lösung. Das ist die Gerade H und so gehen sämtliche Geraden. Zwei Punkte, aus zwei Punkten macht man. Also einer der Punkte ist der Aufpunkt und der andere und dann mit PQ habe ich das andere. So, jetzt kommt wieder Platz machen, jetzt kommt das letzte. Also. Zack. Das Volumen und den Oberflächeninhalt. Also Volumen einer Pyramide ist ein Drittel Grundfläche mal Höhe. Es gibt später mal eine andere Formel, eine fertige Formel, aber wir müssen das jetzt so ganz analog machen. Und die Grundfläche, das ist Länge mal Breite. Oh, ja, ein bisschen hier drauf ran. So, das wird halt schön. Da, wunderbar. Die Grundfläche, naja, ich habe also das da und ich weiß, der Betrag ist 8, ja, also G ist 8 mal 8, weil das ist der Betrag von AB, AB mal der Betrag von BC, weil die ein Quadrat sind, das habe ich ja hier oben schon gemacht, ich weiß, es ist ein Quadrat, also 64. Und die Höhe, ah ja, die Höhe, ich habe ja M, ja. Also das ist die Grundfläche. H ist der Betrag von MS. MS. Spitze minus Fuß. Ja? Also ist gleich Wurzel aus. Spitze minus Fuß machen, Koordinaten einsetzen, fertig. Und so bekomme ich dann das Volumen. Fast schon viel, jetzt wieder radieren. Zeit lassen, genau. Fast schon ein bisschen gemeiner ist hier die Oberfläche. Das Radieren. So. Das ist die letzte. Oberflächeninhalt der Pyramide. Also da haben wir bei den Oberflächen haben wir hier unten ein Quadrat. Das sind 64, das habe ich schon. Das nächste ist dieses Dreieck. Bei so einem Dreieck, also A-Dreieck ist ja 1/2 mal Grundlinie mal Höhe. Und das ist jetzt eine andere Höhe wie diese Höhe. Ich nenne die Höhe jetzt mal irgendwie H2 vielleicht, weil die neue Höhe ist, ich muss finden, das da. Ich brauche die Höhe, H2. Ist nicht die Höhe der Pyramide, sondern die Höhe des Dreiecks. Und das ist meine Grundlinie, das hat den Betrag 8, das ist jetzt klar, und rechter Winkel und so weiter. Und die Höhe kriege ich eigentlich nur, wenn ich mich in so einen Punkt hole. Und wieder ein P, Q, R, nenne ich den Punkt R. Ja. Also ich brauche erst diesen R, den habe ich noch nicht. Das ist ja echt viel Arbeit. Also R ist, dieser R, den würde ich kriegen, wenn ich nach B laufe, plus 1/2 BC. Ja, dann bekomme ich R. Und H2 ist dann der Betrag von RS. RS ist, und dann wieder Wurzel aus. Und so kriege ich dann den Oberflächeninhalt der Pyramide. Es gibt eine Musterlösung von dem Zeugs.